Ja, vielen Dank, Thorsten, für die Biologieklasse, die du uns vorhin gehalten hast. Ich habe da eigentlich auch schon eine kleine Klasse vorbereitet und was mir sofort aufgefallen ist, dass du die nicht so schönen Tiere gewählt hast. Nur Krabben und Würmer und sowas. Ich habe mich zum Beispiel für Adler entschieden und für Pinguine. Also aber im Inhalt sagt es natürlich dasselbe aus, um in dieses Thema hineinzusteigen. Gott schafft inmitten von Chaos neue Lebensräume. Lebensräume, das ist in der Biologie, nennt man das dann Habitat. Das habe ich übrigens erst gelernt, als ich versucht habe, Lebensräume ins Spanische zu übersetzen, weil ich die Predigt auf Spanisch gehalten habe in meiner Gemeinde. Und dann lernt man immer Neues über die Sprache kennen. Und dann habe ich gemerkt, Habitat gibt es im Deutschen. Meine Frau kannte den Ausdruck, hat also in Biologie besser aufgepasst. Und es beschreibt genau dieses, dass Tiere in einem bestimmten Raum überleben, lebensfähig sind, sich vermehren können, überhaupt leben können, diesen Raum mit Leben füllen können. Und wenn wir uns Adler anschauen, dann finden wir die in Bergen, dann finden wir die in felsigen Gegenden, wo jetzt nicht unbedingt viel Dschungel unten ist, sondern wo die Erdoberfläche aufgedeckt ist, damit sie ihre Beute finden können. Dort finden sie, was sie suchen oder was sie suchen müssen, um zu überleben, um Essen zu haben. Sie bauen ihre Nester in den Felsen an steilen Klippen, weil dort keine gefährlichen Tiere ihre Eier bedrohen können. Und sie haben die hohen Lüfte zwischen den Felsen, damit sie ihre Flügel nutzen können, um sich dort drin zu bewegen und unterwegs zu sein. Und das diesen Raum mit Leben zu füllen. Und dasselbe mit Pinguinen, also das sind jetzt wirklich nicht die besten Landtiere, also auf Land bewegen die sich eher witzig vorwärts, aber im Wasser sind die wahnsinnig gut und sind super schnell und es macht ihnen Spaß auch zuzugucken. Im Zoo sieht man das dann bei Glasscheiben, wenn man sie unter Wasser beobachtet. Aber sie brauchen trotzdem Land, ob es jetzt Eis ist oder Sand oder felsige Küste Südamerika. Pinguine brauchen Land, um dort brüten zu können, ihre Eier legen zu können, glaube ich, ja, genau, sind Vögel, und ja, genau, Biologie, und dort dann diesen Lebensraum zu füllen. Und wir übertragen dieses Bild von den Tieren heute auf uns. Was bedeutet das für uns Menschen? Nicht im Sinne von, dass wir Tiere sind oder so, sondern was gibt es für Lebensräume in deinem Leben, die Gott schafft, damit du darin leben kannst. Wir lesen oder wir schauen uns nochmal die ersten zwei Verse an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist die Luther-Übersetzung mit den berühmten Worten und die Erde war wüst und leer. Diese Worte, oder ja, kommen wir gleich zu, erstmal nochmal was Generelles zu 1. Mose 1. Im Spanischen heißt 1. Mose 1 Genesis, das kommt euch bekannt vor, denn 1. Mose 1 heißt im Deutschen ja auch Genesis. Und das ist ein Begriff, der bedeutet übersetzt am Anfang. Ist logisch, weil 1. Mose ist das erste Buch der riesigen Bibliothek der Bibel von 66 Büchern und es beginnt mit 1. Mose, mit Genesis. Am Anfang. Hier wird beschrieben, wie Gott am Anfang der Geschichte mit den Menschen handelt. Diese Geschichte beginnt am Anfang logischerweise und endet am Ende mit Apokalypsis, wo es um die letzten Dinge geht. Und hier in 1. Mose geht es um die ersten Dinge. Und das erste Kapitel von 1. Mose will uns sagen, wozu das Ganze? Warum schlage ich denn dieses Buch auf und beschäftige mich mit der Geschichte zwischen Gott und dem Menschen? Weil es ein Ziel gibt, weil Gott ein Ziel verfolgt. Er macht das nicht grundlos. Und wir werden entdecken, wenn man sich intensiv mit diesem ersten Kapitel beschäftigt, aber auch dann noch mit den weiteren Kapiteln von Genesis, dass
dass die zentrale Frage ist, wozu hat Gott die Welt geschaffen? Wüst und leer war alles am Anfang. Das hebräische Wort, und so kommen wir von Biologie jetzt zur zweiten Einheit Hebräisch, könnt ihr hier unten lesen, Tohu war Bohu. Und dieses Wort klingt schon chaotisch. Und es heißt Chaos. Ja, Tohu war Bohu. Das ist das, was Luther übersetzt hat mit Wüst und leer. Tohu war Bohu. Das Chaos, die Unordnung, die am Anfang da ist, das große, unbeschreibliche, ungeordnete Nichts, was keinen Sinn hat und kein Ziel und einfach da ist. Und dann kommt Gott und greift ein und handelt. Und wir sehen darin diese zentrale Frage des Wozus. Wozu schafft Gott Himmel und Erde? Wozu gibt es Schöpfer und Geschöpfe? Zur Ordnung, um Räume zu geben, um Beziehung zu leben, um lieben zu können. Es geht um Ordnung statt Chaos. Und diese Ziele, die Gott hat mit der Schöpfung, sind das Gegenteil von Tohu Wabohu. Wenn etwas wüst und leer ist, dann ist es ziellos. Dann weiß es eben nicht, wofür ist es da und wo soll es hin und was soll es machen und was hat das alles für einen Sinn. Tohu Wabohu. Ein Lebensraum ist, und das ist jetzt für mich der Übertrag auf das Menschliche, dass etwas Geschaffenes von Gott in seiner Welt Platz findet. Und das ist doch oft auch eine tiefe Sehnsucht, die uns bewegt, wo wir vielleicht manchmal erst in tiefen Lebenskrisen überhaupt an diesen Punkt kommen, nämlich im gegenteiligen Gefühl von, wo ist mein Platz? Und wir sind da inmitten des Tohu Wabohus unseres Lebens, stehen da im Chaos und fragen uns, wo bin ich unterwegs? Und wo soll ich hin? Und wozu führt das Ganze? Einen Lebensraum zu finden, in dem ich mich entfalten kann, in dem ich ankomme, in dem ich mich finden kann. Das ist das, was Gott in unserem Leben schaffen will und schaffen kann. Stellen wir uns mal einen Adler vor, der im Dschungel leben würde. Der hätte es schwierig. Ja, die Bäume würden verhindern, dass er von oben überhaupt seine Opfer sehen kann. Wenn er versucht, sein Nest zu bauen in einem Baumgipfel, kommt da problemlos noch ein Affe oder eine Schlange hin, glaube ich. Und das ist nicht sein Lebensraum. Er wäre dort nicht überlebensfähig, könnte sich nicht vermehren, könnte nicht den Auftrag, den er bekommt als Adler, dort zu leben, sich zu vermehren, kann dem nicht entsprechen. Er würde vielleicht ums Überleben kämpfen, vielleicht auch Lösung finden, dass er selbst überlebt, aber dass er sich dann noch fortpflanzen kann. Ein Pinguin auf dem Roque Nublo, das ist eins der Wahrzeichen von Gran Canaria, das ist mitten in den Bergen, so ein Felsplateau. Und am Ende von diesem Plateau steht so ein 80 Meter hoher Fels. Man weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Vielleicht ist ja Vulkaninsel vielleicht mal ausgespuckt oder so. Aber jedenfalls steht da so ein riesiger Fels, 80 Meter hoch, 20 Meter breit, auf so einem Felsplateau. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da würde so eine Horde Pinguine langwatscheln auf den spitzen Steinen. Das ist einfach nicht deren Lebensraum. Das passt nicht. Sie haben kein Wasser, wo sie irgendwie reinspringen können. Die finden kein Futter. Passt einfach, das können wir uns auch kaum vorstellen, das ist einfach so unnatürlich, kann man in dem Zusammenhang auch sagen. Ein Lebensraum, der nicht für diese Tiere gemacht ist. Oder diese Tiere finden dort nicht ihren Lebensraum. Und Tohu Wabohu in unserem Leben sind vielleicht diese Momente, wo wir uns in Räumen aufhalten, die nicht für uns geschaffen sind. Wo wir in eine Unordnung hineingeraten,
die nicht zu uns passt, die Gott nicht für uns geschaffen hat. Und diese Unordnungen können sowohl innere sein, zum Beispiel, wenn man ungeklärten Beziehungen lebt, wenn nicht ganz klar ist, was erwartet der andere von mir und was erwarte ich von dem anderen. Dann entsteht ein Gefälle, dann entstehen Enttäuschungen, dann entsteht Tohuwabohu. Es können aber auch äußere Unordnungen sein, wo wir nicht das Alltägliche geschafft bekommen, wo wir im Chaos versinken, weil wir uns viel zu viele Aufgaben vornehmen, die wir gar nicht mit unseren Kräften meistern können. Und wo wir nicht in der Ordnung bleiben, in dem Lebensraum, wo Gott die einzelnen Dinge in unserem Leben hinsortieren möchte. Was passiert, wenn man langfristig in solchen Lebensräumen unterwegs sind? Und das hat Luther wahrscheinlich damals nicht gemeint, als er wüst und leer übersetzt hat. Das ist jetzt eine sehr freie Interpretation meinerseits. Aber diese Leere, wenn wir lange in einem Lebensraum unterwegs sind, in dem wir uns nicht entfalten können, dass man dann an einen Krisenpunkt kommt, wo man sagt, das hat doch keinen Sinn. Wo man das Gefühl hat, nicht am Platz zu sein, der für einen bestimmt ist oder für einen geschaffen ist. Und dann bleibt eine Leere zurück der Sinnlosigkeit. Und dazu kann uns Chaos bringen, Unordnung, etwas nicht Sortiertes. Wenn ich so von Tohuwabohu rede, dann klingt das fast schon so, als wären wir immer selbst dran schuld. Als würden wir Fehler machen in unserem Leben, in unserer Biografie, die dazu führen, dass wir in diesem Chaos hineingeraten und wir sind die, die uns wieder rausziehen müssen. Aber viel häufiger sind wir, glaube ich, passiv in dieser ganzen Situation. Da, wenn ihr gerade vielleicht euch das so fühlt, dann werdet ihr nicht sagen, gut, da bin ich selbst schuld, wenn ich da anders und so, sondern ihr erlebt einfach dieses Tohuwabohu. Das ist Chaos, das über einen hineinbricht und man passiv dem ausgesetzt ist, dass plötzlich einfach alles nicht mehr stimmt. Und es ein großes Durcheinander und Unordnung in meinem Leben gibt und ich mich einfach nur da drin wiederfinde und das entdecke und sehe, das passt nicht mehr eins zum anderen und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Man lebt nicht in seinem Lebensraum, sondern versucht in einem anderen Lebensraum sich aufzuhalten. Und die Frage ist doch, wie finden wir denn unseren Lebensraum? Welche Lebensräume schafft denn Gott inmitten des Chaos? Und dazu schauen wir uns nochmal im Bibeltext an und lesen nochmal die Verse 3 bis 5. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. In 4 Schritten schafft Gott neue Lebensräume inmitten von Chaos. Und diese 4 Schritte wiederholen sich, wie man im Bibeltext finden kann, an den ersten 3 Tagen. An Tag 1 schafft er was, trennt es, benennt es und bewertet es oder schätzt es wert. An Tag 2 dasselbe, also an Tag 1 ist es Finsternis und Licht, was er dann speziell nochmal nennt, Tag und Nacht. Und am Ende vom Tag sagt er, ja, das ist gut so, ja, gefällt mir. An Tag 2 ist es das Himmelsgewölbe von der Erde und trennt es von der Erde, das Himmelsgewölbe, und nennt das dann Himmel, um das halt zu differenzieren, dieses Durcheinander, und bewertet es als gut. Und an Tag 3 schafft er dann Pflanzen, Vegetation. Nee, das ist schon da. Erde ist da, Wasser ist da, Pflanze und Vegetation schafft er. Und trennt dann zum Beispiel Land und Meer. Ja, das wird da spezifisch getrennt. Und benennt das eine halt Erde und Meer und bewertet es wieder
als gut. In Vers 9 steht, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Alles, was Gott schafft, hat seinen Platz in dieser Welt, hat einen Raum, wo es hingehört. Wenn Wasser nicht dort ist, wo es hingehört, bricht Chaos aus. Ein Tsunami, der ins Land hineingeht, verursacht Tohu Wabohu und schreckliches Leid. Wie kann Ordnung auch in unser Leben einkehren? Dass diese Bereiche, die in unserem Leben da sind, ihren Platz finden in unserem Leben, von Gott geschaffen. Und mitten im Chaos unseres Lebens schafft Gott etwas Neues. Und oft sehen wir das nicht mitten im Chaos. Wir sind natürlich beschäftigt mit dem Durcheinander, mit der Hoffnungslosigkeit, mit der Perspektivlosigkeit oder was auch immer uns in diesem Moment bewegt und können natürlich nicht sehen, was am Ende dabei rauskommen könnte. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass in deinem Chaos Gott gerade was Neues machen will. Und was Neues entsteht. Und auch jetzt zum Beispiel im Rückblick auf die Gemeindesituation bei mir auf Gran Canaria, ist das auch so. Dass in diesem Chaos an den Tagen, wo ich dachte, jetzt bricht mir hier alles zusammen, ja, wenn die Leute jetzt nicht mehr in den Gottesdienst kommen, wenn jetzt noch mehr Leute austreten, dann kann ich bald hier auch dicht machen, gehen wir zurück wieder nach Deutschland. Ja, dass ich an solchen Tagen habe ich natürlich nicht den neuen Lebensraum gesehen. Aber jetzt sehe ich, dass Gott uns vorbereitet als Gemeinde, dass er Ordnung schafft. Dass er einen neuen Raum öffnet, den wir vorher nicht gesehen haben. Das mit dem Co-Pastor, auf die Idee wäre ich nie gekommen, hätte es die Pandemie nicht gegeben. Das ist eine längere Geschichte, warum? Aber Gott schafft inmitten von Chaos unseres Lebens etwas Neues. Lass dich drauf ein. Und manchmal müssen dafür Unterscheidungen vollzogen werden. Gott trennt. Gott trennt, um das eine dorthin zu tun, wo es hingehört, Meer ins Meer, und das andere dorthin zu tun, wo es hingehört, Erde zu Erde. Und manchmal brauchen wir das auch in unserem Leben, die Dinge zu unterscheiden. Was gehört wohin? Wenn ich mich in, oder ich erlebe das manchmal in Beziehungen, dass ich dass jemand vielleicht von mir eine tiefe Freundschaft erwartet, für mich die Person aber bisher eher als eine Bekanntschaft galt. Und dann zu klären, was gehört wohin? Was ist denn jetzt das, was ich erwarte von gemeinsamer Zeit, von gemeinsam unterwegs sein und was erwartet die andere Person? Auf lange Sicht dieses Gefälle führt zu tiefen Verletzungen. Gott verfolgt Ziele mit seiner Schöpfung und er schafft noch heute Neues. Und manchmal gehört auch Unterscheidung und Trennung dazu, dass für Neues Raum gewinnen kann. Und Gott benennt es. Gott benennt es und gibt ihm Namen und sagt, das ist das Meer, das ist die Erde, das ist Himmel und das ist Erde, das sind genau. Und wenn etwas benannt wird, etwas einen Namen hat, dann hat es Identität. Also mein Name ist Dominik, hallo, ich bin der Dominik. Und wenn ich den Namen Dominik sage, dann beschreibt das in einem Wort alles, was zu mir gehört. Mein ganzes Sein ist in diesem einen Wort zusammengefasst. Und wenn jetzt Menschen über mich reden und sagen, das ist Dominik, dann stellt der eine sich mein Gesicht vor, mein Äußeres, der andere denkt an eine Charaktereigenschaft, der nächste denkt an eine Erfahrung, die er mit mir gemacht hat. Und all diese Aspekte gehören ja zu unserer Identität, was uns auszeichnet. Und sie sind zusammengefasst im Namen. Und so schenkt Gott
seiner geschaffenen Identität, indem er es benennt. Es ist sprachlich wichtig, wenn wir die Dinge unterscheiden können. Wenn wir wissen, wo der Unterschied ist zwischen einer Bekanntschaft, einer Freundschaft, einer festen Beziehung, einer Ehe. Was wir sprachlich damit meinen und es benennen, das gibt diesem Raum Identität. Und Dinge benennen zu können, zeugt von der Fähigkeit, unterscheiden zu können, um an Dinge an ihren Ort stellen zu können. Und nach der Benennung kommt der vierte Schritt Gottes, die Wertschätzung. Gott sagt ja nicht am Ende von jedem Tag, ja, das habe ich wirklich gut gemacht, um sich dann selbst auf die Schulter zu klopfen und sagen, ja, also ich bin ein ganz toller Gott, also ich bin ein ganz toller Schöpfer und das habe ich wirklich gut gemacht. So Selbstlob, weiß ich nicht, ob Gott das braucht. Es geht darum, seine Liebe der Schöpfung gegenüber Ausdruck zu verleihen. Ja, das ist wirklich gut so. Er schaut auf den Tag zurück, auf das Geschaffene, auf das Geordnete, auf das, was von Tohu Wabohu zu Habitat wurde und sagt, das ist gut so. Und in dieses Lob möchte ich einstimmen. Dieses Lob der Schöpfung dem Schöpfer gegenüber. Wenn ich am Ende von diesem Schaffenswerks, am Ende von so einem Tag in meinem Leben zurückblicke und sehe, aus diesem Chaos hat Gott irgendwie was geformt, etwas Neues, was mir Lebensmöglichkeit schenkt und gibt, dass ich dann sage, Gott, das ist gut so. Dir sei Lob und Dank und Ehre. Und das ist doch das eigentliche Ziel, das Wozu der Schöpfung. Wozu sind wir geschaffen? Um dem Schöpfer die Ehre zu geben. Gott schafft nicht nur Lebensräume, er füllt sie auch mit Leben. An den Tagen 4, 5 und 6 finden wir diese Lebensräume bereits vor. Dort finden wir Tag und Nacht, dort finden wir Meer und Himmel, dort finden wir das Land. Und er schafft neue Kreaturen, um sie in diese Lebensräume hineinzusetzen, zu pflanzen, um das alles zu ordnen, damit das passt, damit das, wo es hingehört, hinkommt. Und er schafft an Tag und Nacht die Himmelskörper, Sterne, Mond und sowas und beauftragt sie zu herrschen, also dass das Licht herrscht, damit klar ist, was ist Nacht und was ist Tag. Und er bewertet es als gut. Und dann Tag 5, oder bewertet ist, glaube ich, echt falscher Begriff, er wertschätzt es als gut, das gefällt mir besser. An Tag 5 Meer und Himmel, er macht dort die Vögel und die Fische und beauftragt sie, sich zu vermehren und wertschätzt es als gut. Und an Tag 6 im Lebensraum Land, das er bereits geschaffen hatte, an Tag 3, also die Tage 1, 2 und 3, entsprechenden Tagen 4, 5 und 6, dort schafft er dann die Landtiere, übrigens auch die Menschen, das ist aber eine eigene Predigt, das lassen wir jetzt mal für heute sein, und beauftragt sie, sich zu vermehren, sowohl die Tiere als auch die Menschen. Und besonders den Menschen gibt er dann noch den Auftrag zu herrschen, auch über die Tiere. Aber wie gesagt, das ist nochmal eine eigene Predigt, was ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann. Was für uns jetzt wichtig ist, ist dieses, wenn Gott inmitten deines Chaos, deines Lebens einen neuen Lebensraum schafft, dann damit darin gelebt wird. Der füllt das mit dir für dich, dass du darin aufgehen kannst. Gott schafft Lebensräume für alles Geschaffene und alles Geschaffene hat Lebensräume, um darin seinen Auftrag zu finden. Und das ist Gottes Ordnung, in die wir eingeladen sind, hineinzuleben. Und alle Bedürfnisse, Sehnsüchte, Erwartungen, alle Bereiche unseres Lebens und Menschen, mit denen wir unterwegs sind,
Beziehungen, in denen wir stehen, haben ihren Ort, haben ihre Räume, die Gott diesen Dingen schenkt. Und in diesen Räumen können diese einzelnen Aspekte, Beziehungen, Freundschaften, aber auch Hobbys, Gaben, alles Mögliche, alle Bereiche unseres Lebens, können zu ihrem Ziel finden. In diesen Räumen. Und es gilt, glaube ich, immer wieder, das Leben zu ordnen. Sich zu fragen, was ist mir wichtig? Was hat Gott in meinem Leben hineingelegt? Beispiele für solche Lebensräume sind Familie, Ehe, Gemeinde, Ruhezeiten, Tag 7, auch nochmal eine eigene Predigt, aber der wird ja auch noch geschaffen. Ja? Ruhezeiten ist ein Lebensraum, Arbeit ist ein Lebensraum, Freundschaften, Vereine und es gibt noch viel weitere. Und wenn es dir gelingt, Dinge zu ordnen oder du zulässt, dass Gott Dinge in deinem Leben ordnet, dann kommt das Gefühl auf, dass etwas am richtigen Platz ist. Und dass wir den Auftrag dieses Lebensraums mit Leben zu füllen, entsprechen. Wie kann ich wissen, ob ich in meinem Lebensraum lebe? Und da sind mir drei Kriterien eingefallen, wo ihr euch fragen könnt, seid ihr in eurem Lebensraum unterwegs, den Gott für euch geschaffen hat? Das erste ist, könnt ihr dort eure Gaben einsetzen und Charakter entfalten? Findet ihr euer Element, so wie der Pinguin das Wasser findet? Dass ihr Spaß dabei habt, dass ihr Bestätigung bekommt von außen? Vielleicht ist der nächste Schritt, neue Dinge auszuprobieren. Mal was Neues wagen und gucken, ob das vielleicht ein Raum ist, den Gott für euch geschaffen hat. Das zweite ist, Entwicklung und Reifungsprozess, auch des inneren Menschen. In fremden Lebensräumen kämpft man ums Überleben. Da geht es nicht um sich entfalten und weiterkommen persönlich oder so. In fremden Lebensräumen versuche ich irgendwie überhaupt zu überleben. Aber wenn ich an den Lebensraum komme, den Gott mir geschaffen hat, dann werde ich merken, dass ich da reife, dass ich da weiterkomme. Dass ich auch lerne aus den Räumen, wo ich unterwegs war, die vielleicht nicht meine Räume waren. Und das Dritte, wie man wissen kann, ob man in seinem Lebensraum unterwegs ist, sind die Früchte oder die Auswirkungen, die das hat. Ja, die Tiere vermehren sich nur, wenn sie in einem Lebensraum unterwegs sind, der halt perfekt passt, wo alle Bedingungen stimmen. Und so können wir auch sehen, wenn wir in einem Lebensraum uns zur Entfaltung bringen, Gott unseren Charakter so richtig nach außen drängt, ja, dann drängt er sich positiv anderen auf. Dann hat das Auswirkungen auf die anderen, weil sie merken, da ist jemand authentisch in seinem Bereich, in seinem Leben, in dieser Sache, was auch immer euch jetzt im Kopf herumschwirrt, ist da unterwegs und der wird zum Vorbild für andere und man sagt, boah, also sowas möchte ich von lernen und so möchte ich das und jenes möchte ich auch lernen für mich, für meine Lebensbereiche, wo ich das noch nicht so kann. Und das sind so Kriterien, an denen man gucken kann, wie bin ich denn unterwegs? Gibt es Lebensräume, wo ich nur ums Überleben kämpfe oder andere, wo ich mich zur Entfaltung bringe, wo Gott meinen Charakter zur Entfaltung bringt und meine Gaben einsetzt. Und ein ganz kleiner Ausblick nochmal, wenn Gott diese Lebensräume schafft, und da möchte ich jetzt nochmal auf die Natur kommen, dann haben wir eine Verantwortung als Menschen, auch die Grenzen von uns Menschen zu kennen. Ich esse seit Monaten kein Palmöl mehr und nichts, wo Palmöl drin ist, weil da Lebensräume weggenommen werden und Unordnung und Chaos entsteht. Das heißt aber auch politisch, dass man bezahlbare Wohnungen braucht, dass man Lebensräume schaffen muss, wo jeder in einer Stadt leben kann und nicht Menschen rausgedrängt werden und Immobilien
vereinnahmen und Räume wegnehmen, wo Menschen leben, wo Spielplätze in Stadtvierteln geschaffen werden, damit Familien Lebensraum haben. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber so kann man das weiterdenken. Gott schafft inmitten vom Chaos unseres Lebens neue Lebensräume. Ich wünsche euch, dass ihr diese entdeckt und euch entfaltet. Gott segne euch. Amen.